Moin! Wir machen heute eine Vorspeise, die super schmeckt und ganz einfach zu machen ist. Ein Lachs-Tatar. Ihr braucht dafür echt wenige Zutaten. Die genauen Mengenangaben stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Wir fangen zuerst einmal an, die Avocado zu schälen und in kleine Würfel zu schneiden. Die Avocado sollte natürlich schön weich sein. Das verleiht dem Tatar dann am Ende seine schöne Cremigkeit. Den Ingwer schneidet ihr so fein wie möglich und gebt ihn auch in die Schüssel. Weiter geht's mit dem Chili. Unsere Chilis haben wir letztes Jahr selber angebaut und die haben echt Feuer. Deswegen nehmen wir davon nur eine ganz kleine Menge. Die Schärfe der Chili sollte am besten nicht bemerkbar sein, sondern nur den Geschmack der anderen Zutaten unterstützen. Und nun kommt ein wenig Koriander dazu. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Ihr werdet am Ende merken, die einzelnen Komponenten sind kaum zu schmecken, geben aber einen unglaublichen Mix ab. Wenn wir das alles haben, kommen wir zum Lachs. Achtet da einfach auf Sushi-Qualität. Alternativ könnt ihr aber auch geräucherten Lachs nehmen. Dann wird der Geschmack natürlich etwas intensiver und ihr müsst beim Würzen etwas mehr aufpassen. Wer den frischen Lachs hat, macht jetzt einfach die Haut ab. Legt den Lachs mit der Hautseite aufs Brett. Am langen Ende wird zwischen Haut und Fleisch ein kleiner Einschnitt gemacht, um die Haut zu fassen und das Filet mit einem Messer dicht an ihr abzulösen. Und dann schneidet ihr den Lachs fein. Und gebt ihn mit in die Schüssel. Da kommt jetzt noch Zitronensaft hinzu und ein wenig Walnussöl. Es passt aber auch sehr gut Arganöl, Sesamöl oder einfach Olivenöl. Dann geht es weiter mit einer Prise Salz, ein bisschen Pfeffer und etwas Currypulver. Das Ganze wird jetzt durchgerührt und natürlich erstmal abgeschmeckt. Und fertig ist das Lachs-Tatar und kann angerichtet werden. Das ist wirklich eine so simple Vorspeise, macht aber immer was her. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr es dann nachgemacht habt, verlinkt uns gerne auf eurem Bild bei Instagram und verwendet unseren Hashtag #einfachgeschmack. Liebe Grüße von uns und bis zum nächsten Mal. Chris und Marie.